Hallo, hier sind eure Momo Kids und heute sind wir in Mintz Wells 3D Tricks Art. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Und wenn, wir schreiben es euch nachher unter das Video. Und wir gehen da jetzt rein. Los geht's. Guck mal, ich habe zwei Feen gefunden. Die sind echt cool und auch echt schön. Ja, ist sehr schön, ist aber leider nur eine optische Täuschung. Hier muss ich echt aufpassen, dass ich nicht runterfall, weil ich stehe nur auf dem Balken. So, jetzt sind wir zusammen draufgegangen, aber Jessica ist fast runtergefallen. Ich konnte sie gerade noch halten. So, und dann sieht man, dass es Ich bin hier gerade in einem Buch, da gehe ich zur einen und zur anderen Seite auf den fliegenden Teppich. Jetzt sind Natalie und ich beide auf dem fliegenden Teppich und das ist echt schön und cool. Guck mal, wir wurden von einem Piraten in einem Glas gefangen. Hoffentlich kommen wir raus. Ich bin jetzt raus. Ich hoffe, Jessica kommt auch noch gleich raus. Wir haben eine kaputte Wand und Natalie ist draußen und ich bin drinnen. Hier kann man jetzt gerade ein richtig cooles Video drehen. Ich gehe zu Jessica hin, helfe ihr raus und dann gehen wir auch beide einfach raus. Obwohl man denkt, man fällt da gleich runter. Guck mal, das sieht so aus, als wäre ich riesig groß und Jessica so winzig klein. Jetzt haben wir es mal das Spiel umgedreht. Natti ist klein und ich bin groß. Natti hilft mir gerade, um den Dino zu streicheln. Natalie, aufpassen, hinter dir kommt ein Dino. Pass auf, dass du nicht gefressen wirst. Jessie, warum hast du nicht früher Bescheid gesagt, dass dein Dino hinter mir ist? Jessie, pass auf, der Dino ist wieder abgehauen. Natalie, hast du überhaupt gesehen, was hinter dir steht? Oder bist du auch schon in Halloween-Mode? Jessie, hast du jetzt mal auch schon hinter dich geguckt? Cool, diese optische Täuschung ist, wenn man jetzt so sieht, dann sieht man, dass es gar nicht so echt ist. Weil es ist eigentlich ein Bild, was nur Zacken hat. Jessie, hol mich sofort aus diesem Glas hier raus. Oder ich ziehe dich hier gleich mit rein. Natalie, warum hast du es jetzt wahrgemacht? Ich wollte hier eigentlich nicht mit rein. Man denkt eigentlich, dass ich da hinten drinne stehe. Aber es ist eine optische Täuschung und die ist auch sehr lustig. Sieht man auch jetzt an der Seite und ja, es war eine tolle Erfahrung. So, jetzt reite ich einfach mal nach Ägypten und mache dann Ausflug hin. Jetzt mitten auf dem Weg habe ich Natalie getroffen und nehme sie jetzt mit. Jetzt werden Natalie und ich einfach rumgetragen, aber es ist auch sehr lustig. So, und danach muss erstmal von dem Mann die Brille geputzt werden. Dann sind wir noch kurz wohin und haben mit Nilpferd einfach gebadet. Natalie, guck mal bitte nach vorne, bevor wir da gleich runterfallen. Natalie, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir von den Affen nicht geschlagen werden. Jetzt musst du aber definitiv aufpassen, dass du mich nicht fallen lässt. Lass mich jetzt nicht los und pass auf, dass du nicht runtergeschlagen wirst. Zum Glück sind wir nicht runtergefallen und jetzt erstmal Achterbahn fahren. Jetzt gucken wir nach hinten, um zu gucken, wie die hinter uns fahren. Jetzt ist einfach der Dinosaurier aus dem Boden gekommen und will mich aufessen. Natalie, pass auf, dass du nicht noch weiter aufgegessen wirst. Jetzt haben wir es beide rausgeschafft, aber jetzt will er wieder Natalie haben. Jetzt will sogar der Koch Natalie haben, das ist echt nicht nett. Und du bist dann für eine nächste Person. Ich glaube, das ist echt eine Frechheit. Jessica, ich habe zu dir gesagt, du sollst dich nicht mit jedem anlegen. Jetzt, weil du ihn mir helfen wolltest, legt er sich jetzt mit dir an. Natalie muss mir jetzt einfach aus dem Fernseher helfen, weil ich da reingekommen bin. Wir sind jetzt in einem Regal dran. Das sieht echt lustig aus, dass Jessica so winzig klein ist. Ich bin jetzt einfach mal mit hoch. Und ich finde es echt lustig, weil ich wieder hoch. Und ich hoffe, ich schaffe es auch hoch. Jessica, ich helfe dir jetzt erstmal aus der Situation raus, dass du nicht eingeklemmt wirst. Jetzt werden wir ihn probieren zu halten, nicht dass er wirklich auf uns fällt. Ich fütter jetzt einfach ein kleines Sumpfmonster. Was machst du denn da jetzt? Fütterst du den auch noch? Sonst kriegt er doch viel zu viel. Der Gorilla will jetzt einfach ausbrechen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht von den Piraten erwischt werde. Ich muss aufpassen, dass nicht der Pirat auf mich fällt. Ich glaube, das wird doch nicht so lustig. Ja.
Jumbo Kids. Von der optischen Täuschung. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Die Fotos sind auch echt gut geworden, oder Jessi? Ja, die sind echt gut geworden und auch echt schön. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man es auch mal machen. Ja.